Willkommen zurück zu Far Cry 4. Wir sind hier mitten in einem Einsatz und zwar an der Ziegelfabrik. Ich zeige euch das kurz auf der Map. Und zwar sind wir genau hier. Und wir sollen hier Stützpfeiler, nicht Stützpfeiler, sondern Halteseile sind es eigentlich, sprengen oder zum Einsturz bringen. Jetzt hätten sie uns doch fast gesehen. So, machen wir uns weg hier. Bevor sie uns noch entdecken. Das ist gut. Wo war denn der Spacken, der uns fast entdeckt hätte? Ich sehe keinen. Ich habe vor, diese Pfeiler mit C4 oder diese Halteseile mit C4 zu sprengen. Man könnte die wohl auch mit den Elefanten rausziehen oder zum Einsturz bringen. Aber das ist mir irgendwie zu riskant. Direkt vor uns wäre... Oh, hier ist noch ein Gegner. Gut, der ist weg. Ich habe im Übrigen gar keine Ahnung, ob der Sender für das C4 so weit reicht. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist auch okay. Wartet mal, hier sollte doch eigentlich noch einer sein. Nee. Da vorne. Die Jungs, die fahren da immer schön im Kreis. Wenn ich das den ganzen Tag machen müsste, würde ich wahrscheinlich tierisch eins an die Klatsche kriegen. Aber, mein Gott. Wir geben uns nochmal ein Jagdspritzchen. Denn ich möchte jetzt hier nicht auf die letzte Husche irgendwie auffliegen. Das wird mich doch reichlich ankotzen. Oh, wir haben kein C4 mehr. Dann müssen wir schnell umdisponieren. Genau. Denn ich habe vor, die letzten mit dem Raketenwerfer, mit dem Granatwerfer zu machen. Wisst ihr was, die gehen mal auf den Sack. Die schalten wir jetzt aus. Gut. Anscheinend ist hier kein Mensch mehr. Ja, wenn das so ist, dann können wir ja auch ein bisschen... Okay. Coole Sache. Noch stürzt er nicht ein. Aber die letzten Seile kappen wir auch noch. Oh. Ja, ja, du weißt, dass da jemand ist. Wir geben uns ein Jagdspritzchen, dann weiß ich auch, wo du bist. Von da erwischen wir es nicht. Alarm können sie keinen mehr geben, denn den habe ich bereits ausgeschaltet im letzten Part. Und dann... Ah, wo ist es? Wo ist das Seil? Da. Jawohl. Der Schornstein ist jetzt angreifbar. Der Schornstein ist angreifbar, das ist schön. Zerstört.
Störe den Schornstein. Was haben wir denn hier für einen? Ja, mein Freund, das wird schwierig für dich. Kommen wir hier irgendwie hoch? Jawohl. Glaube ich nicht. So. Jetzt werde ich hier. Komm her. Mal ein bisschen was hinpacken. Oh. Oh. Lauf doch, lauf doch. Ja, coole Sache. Ich meine, ich schmeiß ein bisschen C4, ein bisschen Dingens dagegen und, Geh da rein und jag alles hoch! Ja, ich geh da rein und jag alles hoch. Kämpfen. Okay. Bleib stehen, Gil! Ich werde dich umbringen! Wartet mal, Jagdspritzchen. Keine Gnade! So. Okay. Und nun? Kämpft weiter! Packt ihn! Wartet mal. Ha. Oh, ging nicht. Ich habe gedacht, man könnte es eventuell durchschießen, aber... Alter. Was geht mit dem? Okay. Da haben wir wunderbar Munition. Das ist hervorragend. Da vorne glitzert da irgendwas. Das nehmen wir uns auch. Und hier scheint keiner mehr zu sein. Hervorragend. Und hier. Und jetzt müssen wir raus hier, ne? Ich frag mich nur, wo. Da vorne haben wir noch irgendwas. Na komm, lass mich durch. Jawohl. So. Na, wir wollen schon ein bisschen was wollen wir sehen hier, ne? Ist ja nun nicht so, als hätten wir uns hier die ganze Arbeit gemacht und dann kriegen wir keine ordentliche Show geboten hier. Ah, das ist der richtige Aussichtspunkt und... Jawohl. Chemie für Anfänger. Sabal, die Ziegelfabrik ist Asche. Gute Nachrichten, Bruder. Wir wurden vergiftet, aber du hast Kyras Vision für ihr Volk erfüllt. Nun haben wir die Chance auf ein reines Leben, in Einklang mit dem Land. Die alten Sitten kehren heim, und das dank dir, Sohn von Mohan. Na komm. Ja, den hat's erwischt. Habe ich den auch erwischt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie weg vom Fenster. Das ist wunderbar. Was ist denn das hier? Wills, okay. Ist das nicht dieser irre Amerikaner, der überhaupt nicht gecheckt hat, dass er für den goldenen Pfad kämpft? Das kann schon sein, dass der das war. Was mit Longinus? Haben wir für Longinus echt schon alles gemacht? Das kann nicht sein.
Ja, dann würde ich sagen, porten wir uns mal hier zu dem Lager rüber. Denn hier wartet ja auch noch, noch Shangri-La auf uns. Oder wir können auch hier hin. Na, lass uns mal in das Lager, das ist nah dran. Und da können wir auch verkaufen. Na komm. Sehr schön. Zu verkaufen haben wir gar nichts. Das ist super. Ja, obwohl, Schaden haben wir auch keinen bekommen. Und Munition braucht man ein bisschen was. Und dann würde ich ganz gerne mal mit euch kurz hier in die Fähigkeiten reinschauen. Ob wir denn schon wieder irgendwas aufhaben. Nee. Ist leider, leider noch alles gesperrt. Kann man nichts machen. Wir haben einen Haufen Punkte, aber können sie nicht verteilen. Dann wird es wohl bei Gelegenheit noch kommen. Dann lasst uns... Was wollen wir machen? Wollen wir... wollen wir zu... Wills. Ich glaube, wir gehen mal zu dem. Für den haben wir noch gar nichts gemacht. Und ich bin echt ein bisschen neugierig, was da Sache sein wird. Boah, das sind 400 Meter. Das ist ein bisschen weit zum Laufen. Haben wir hier ein Fahrzeug gerade ums Eck? Nee, haben wir nicht. Dann laufen wir halt doch. Komm. Egal. Wir sind ja gut zu Fuß. Oh ja, Adler. Oh, 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 oh. Alter Walter. Erschreckt mich doch nicht so, Muschi, Mann. Ihr müsstet eigentlich jetzt alle friedlicher werden, nachdem ich die Chemie-Scheiße aus Kyrat verbannt habe. Naja, so einfach geht es ja nicht. Wird wahrscheinlich noch im Boden und Trinkwasser sein und was weiß ich, nicht noch alles. So, da vorne noch 200 Meter, dann sind wir dort. Vielleicht begegnet uns ja noch eine kleine, aber feine Patrouille. Damit's... Ah, wie bestellt, oder? Damit's nicht so langweilig wird. Oh. Weg ist er. Gut. Hervorragend. Na, gehen wir mal hier durch. Komm. Jetzt sind wir gleich da und dann quatschen wir mal eine Runde mit dem Typ. Ich bin mal gespannt, ob ich mich da getäuscht habe. AJ Gale. Ja? Sohn von Moal Gale, Gründer des Goldenen Pfades. Aufgewachsen bei der Mutter in den Staaten. Zurück in Kyrat wegen ihres letzten Wunsches. Wer sind Sie? Ich sag's dir, nachdem du mir geholfen hast, den Vogel auf dem Flughafen zu landen. Und warum sollte ich das tun? Du bist hier, um Gutes zu tun und die Bösen zu töten. Nicht wegen Wahrheit oder Pflicht. Je eher du mir hilfst, desto eher kannst du mit dem Kriegsspielen auf fremdem Boden weitermachen. Außerdem habe ich Infos für dich. Hallo? Sind Sie noch da? Okay, was sollen wir jetzt machen? Infiltriere den Flughafen. Ja, super. Klasse Sache. Ich hab... Oh, was ist los? Ich hatte noch überlegt, was mit dem Flughafen ist. Ob wir da mal so hin sollen oder ob wir nicht so hin sollen. Jetzt haben wir da eine Mission und das ist doch schon mal gar nicht übel. Ich bin gerade überlegen, wie wir am besten an den Flughafen rankommen. Von hier oder von da? Ah. Ich würde sagen, wir porten uns mal nach... Nee, wartet mal. Nee, weil wir hatten da kein Fahrzeug. Wir probieren es mal von da. Erscheint mir auch ein bisschen näher, im Fall, dass wir laufen müssen. Und wo ist hier der Schrank? Genau hier. Dann verkaufen wir den Mist hier. Jawohl, alles weg mit. Und da brauchen wir ein bisschen was. Das können wir uns auch noch gönnen. Und dann geht's ab hier. Haben wir denn hier ein Fahrzeug? Jawohl, da haben wir ein Fahrzeug, so wie es ausschaut.
Dann können wir wieder diesem Verrückten im Radio zuhören. Wartet mal, ich will mir hier noch eine Markierung hinmachen. Damit ich weiß, wo es lang geht. Auf dem Weg dorthin könnten wir eigentlich hier die Kiste noch schnell na, obwohl kommen lassen. Lassen wir. Das ist so eine 0815 Kiste, sehe ich schon. Kein Fragezeichen, nix. Dann machen wir das so. Gehen wir direkt straight hin. Die Ravana-Leute und ihr werdet nicht glauben, was ich gestern gesehen habe. Einer von uns ist auf einem Elefanten in die Schlacht geritten und hat ein paar Soldaten von der Royal Army platt gemacht. Und ebenfalls ist Panzermann. Habt ihr gehört? Ja, aber die Story kennen wir schon. Ich will einen gottverdammten Elefanten. Das Vieh hat Soldaten mitsamt ihrem Wagen rumgeworfen. Wie Spielzeugpuppen. Das war so geil, dass ich beleidigt bin, weil das Coolste war, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Oh, da fehlte nur noch das passende Gitarrenriff. Oh. Na komm. Ah, ich will gleich mal auf die Map schauen, wie... Oh, aber nicht hier, ha? Bin unterwegs! Los, los! Hm. Okay. Ich glaube, die Karre ist mir auch wesentlich lieber wie das komische Teil hier. Jetzt lasst mal auf die Map gucken, denn ich glaube, der Flughafen ist gar nicht mehr so arg weit weg. Und wir sollen den ja infiltrieren. Hm. Wir... Was ist mit den Spacken hier? Na komm. Lass dich looten. Sehr schön. Dann nehmen wir hier mal dieses Fahrzeug. Und weiter geht's. Ihr hört es in der Freiheitsführer und hier ist euer Ravi Ray Runner. Ein Freund hat mir erzählt, dass die Royal Army die Lager von Nomaden in ganz Kyrat angreift. Ganz tolle Aktion, Leute. Ganz tolle Aktion. Lasst es an dem Kleinen aus. Das nervt. Wisst ihr, weil diese Jungs haben es echt so Schuhschmuck. Gut, 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 gut. Ich bin am Flughafen. Gut, hab eben bei einem Rundflug Scharfschützen entdeckt. Schalte sie aus. Und denk dran, wir haben denselben Feind. Wenn du Fahrgastmänner erledigst, wird es einfacher, den Flughafen für deine Kameraden zu sichern. Klar. Noch etwas. Du musst unauffällig sein, wie ein Republikaner in San Francisco. Kein Alarm. Lass dich nicht entdecken, Punkt. Ich habe ein Treffen mit dem Kommandanten des Flughafens und er soll nicht wissen, dass ich noch ein Ass im Ärmel habe. Wenn du fertig bist, funk mich an. Coole Sache. Ich würde aber sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Däumchen, schreibt mir in die Kommentare, abonniert meinen Channel und seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir hier den Flughafen übernehmen werden. Bis dahin eine gute Zeit, euer Latan.